Er hat es ja vorhin schon gesagt, meine Eltern haben ja, ein bisschen Schleichwerbung und so, in der Augustinerstraße ihren Unterwäscheladen, ja? Wer von euch kennt den denn? Na, der ist schon geiles bekannt. Zeug ist da. Jetzt eine andere Frage. Wer von euch hat denn Socken an aus dem Laden? Wahrscheinlich bei der Hitze keiner, ne? Nach der Unterwäsche frage ich jetzt nicht, das geht mich gar nichts an. Aber die ist auf jeden Fall gut. Ja, die Unterwäsche. So, und warum bin ich heute hier? Weil ihr mich damals, 2007, bei Deutschland sucht den Superstar, so sehr unterstützt habt. Dafür möchte ich mich heute nach, oh Gott, ich weiß gar nicht, rechnen, Kopfrechnen bin ich schlecht, fast 15 Jahre, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken. Mainz, vielen, vielen Dank, dass ihr damals wirklich Schlange gestanden habt. In der Augustinerstraße am Geschäft meiner Eltern für ein Autogramm und so weiter. Es war der Wahnsinn. Ich werde die Zeit nie vergessen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt alle gechillter sind und ich auch gleich mit euch einen trinken gehen kann. Und nicht alle um mich herum stehen und Autogramme von mir wollen. Aber wer eins möchte, kriegt natürlich trotzdem eins. Ja? Also vielen Dank für die Zeit, in der ihr mich so unterstützt habt. Der Applaus, den ihr jetzt gebt, der ist für euch. Vielen, vielen Dank und 2020 war eine verrückte Zeit für jeden von uns, 21 auch, 22 noch ein bisschen. Und 2020 bin ich dann ins Studio gegangen und habe einen Song aufgenommen und der Song heißt Das ist Liebe. Und SWR4 hat den so oft gespielt, dass wir gedacht haben, wir spielen den jetzt heute mal für euch. Große Premiere live in Mainz. Mein eigener Song, Das ist Liebe. Das ist Liebe, sie ist stark und macht dich wahr. Bist du da verwehrt, so kompliziert, du verlierst. Was ist Liebe, träume rein die ganze Nacht. Auf den zweiten Blick oder macht's gleich Glück. Oh, yeah, hi.